Jo, herzlich willkommen zurück zum Polizeisimulator Patrol Officer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei diesem Projekt. Wir machen weiter mit der nächsten Schicht. Und ich habe angekündigt, wir gehen heute nach Killen. 15 Minuten, eine Fahrzeugstreife am Abend. Machen wir doch. So, mal gucken, was heute passiert. Verbrecher festnehmen und transportieren. Okay, das klingt doch schon mal wieder was nach was Neuem. Ja klar, wir dürfen es ja jetzt mittlerweile. So, gucken wir mal, dann nehmen wir wieder unseren SUV. Mal gucken, ob was... Unterstützung durch Officer für den Transport einer verhafteten Person angefordert. Bitte melden. Ich kümmere mich darum. Eigentlich wollte ich jetzt das Auto kontrollieren, schnell, aber da ist doch was dazwischen gekommen. Wir haben nämlich einen Verbrecher, den, unseren ersten Verbrecher, den wir jetzt begleiten dürfen mal. Wache oder nicht? Ist sie auf der Wache? Wo ist sie da hin? Blöde Frage, wie komme ich da hin? Komme ich da rein? Warte mal, die Person steht bestimmt dort. Oder? Was ist denn die Person? Ey. Bist du das? Nee, bist du auch nicht. Bist du das auch nicht? Was ist denn die scheiß Person? Bestimmt irgendwo... Was ist das denn hier? So, wo ist denn die Person jetzt gerade? Was ist sie denn? Ich hab sie doch noch nie im Auto, oder nicht? Officer? So, warte mal. Hä? Wo hast du eine Person? Hä? Bist du die? Nee, kann doch nicht sein. Hallo, Officer. Können Sie mir bitte weiterhelfen? Kann ich versuchen. Entschuldigung, Officer. Ich suche nach Andres Bakery. Wissen Sie, wo das ist? Ja, ich zeige es Ihnen auf der Karte. Eigentlich wollte ich jetzt erstmal die Person da nehmen, aber ich das scheinbar... Warte mal, Andres Bakery.
Bäckerei. Die habe ich doch gar nicht, glaube ich, freigeschaltet. Sorry. Ich weiß Ihre Hilfe sehr zu schätzen, Officer, aber das bringt mich nicht weiter. Das ist viel zu weit weg. Bist du der Kollege? Da. Bist du die verhaftete Person? Ja, die Besitzschaft. Willst du mich flachsen jetzt? Wo willst du? Was willst du jetzt eigentlich? Ich soll ja angeblich jemanden transportieren. Nee, das war der nicht. Wundere mich jetzt mehr oder weniger gerade. Was für ein Verbrecher denn? Also ich habe jetzt keine Ahnung, was der genau meint. Ja, schwierig gerade. Also keine Ahnung, wo ich den... Ist doch okay da drin, ne? Nee, genau. Das soll ja angeblich ein Verbrecher sein. Also ich habe keine Ahnung, wo ich es machen, was ich machen soll. Fahren wir einfach mal weiter. Das ist bei dir kaputt hier gerade. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist denn mit dir kaputt jetzt hier? Moin! Hallo, Officer! Moin! Hallo zurück! Ich würde dich ja gerne... Bist du das? Bist du der Verbrecher? Das ist ja ein Verbrecher, oder? Fahrer. Fahrzeug. Du bist alles Mögliche. Ich habe sie angehalten, weil ihre Windschutzscheibe anscheinend gerissen ist. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das zu reparieren. Du solltest dein komplettes Auto reparieren! Bitte steigen Sie aus dem Wagen und treten Sie auf den Bürgersteig. So, Versicherung. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer. Bitteschön. Okay, der wäre soweit okay. Jürgen Villar. Aber... In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Hahaha, das erklärt's. So, da kriegst du auf jeden Fall erstmal eine Festnahme. Betäubungsmittel, Alkohol. Ich verhafte Sie wegen Trunkenheit am Steuer. Nein, bitte nicht, Officer. So. Warte mal, verhaftete Person. Ich kann ja die Person sogar begleiten. Also ich darf ja offiziell. So, Verstoß bestrafen, Fahrer kann ja nicht machen, okay. So. Bitte kooperieren Sie. Ich werde Sie zum Polizeifahrzeug bringen.
So, erstmal in das. So. Oh, drei mit dir. Steigen Sie bitte in den Wagen. So. Der wird erstmal hier. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Aber hier muss angeblich ja noch eine Person sein, eine Verhaftete. Wie ist sie denn? Du bist das nicht, ne? Naja, da wollen wir dann zurück. Hier ist auch nichts weiter, ne? An neuen Leuten. Oder bist du? Nee. Du bist am Geldautomat. Bist du das jetzt wirklich, oder was? Na gut, wir probieren es einfach mal aus. Wir schaffen es. Ist es wirklich so, diese Person? Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? So, fahren wir mal zurück zum Revier. So. So, wieder. Dann werde ich mal wieder Zeit raus. Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle in der Polizeidienststelle. Der ist ja offiziell betrunken gefahren, aber ich weiß nicht, ob es darf. Aber vielleicht ist das tatsächlich diese oder eine Person zumindest mal. Dann haben wir zumindest mal etwas geschafft. So, darf ich nicht halt. Genau, hier ist die Zelle. Und tschüss. Festgenommen. Und rein mit dir. So, dann haben wir. Das tatsächlich auch schon geschafft. Können wir noch mal einen Einsatz machen oder haben wir noch irgendwas? So, gucken wir mal. Können wir noch irgendwas finden? Ich glaube nicht. Das schaffen wir, glaube ich, heute nicht mehr. Das werden wir bei der nächsten Folge nochmal neu angehen. Ich lasse jetzt mein Auto auch gerade hier, den SUV, den defekten. Da war ja die Straßenlaterne mitgeknutscht. Ist das zurückgekommen? Ja, egal. Komm. Also wir machen hier Feierabend jetzt wahrscheinlich. Komm, wir machen Feierabend, Leute. Wir haben in den letzten Folgen aber immer sehr viel gemacht. Wir werden das Ding nochmal in der nächsten Folge angehen. Wir haben ja immer wieder Überstunden schon gemacht, jetzt machen wir mal ein bisschen was kürzer. So, zumindest haben wir einen Verbrecher geholt. Jetzt muss ich gerade warten, bis der hier fertig ist mit der Schicht, doch. Da
dauert jetzt einen kleinen Moment, bis die Schicht abgelaufen ist. Bestimmt um 12 glatt. Ihre Schicht ist um, Officer. Ich bin schon im Büro. Ja, heute mal pünktlich Feierabend machen. Nicht immer nur die ganzen Überstunden. Wir haben zumindest mal eine Person. Wir hatten halt nicht viel, aber wir haben es immerhin geschafft. So. Ah, nicht ganz, nicht ganz. Den Stadtteil vielleicht gekriegt. Gut. Ja, leider kein. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal nochmal, ob wir böse Verbrecher einbuchten können. Bis dann.